Moin und herzlich willkommen zurück in Sunkenland. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe mir jetzt überlegt, doch die Basis neu zu bauen. Und zwar hier draußen. Draußen auf dem Meer, da gibt es Ruinen. Denn es ist noch was passiert. Vielleicht hast du mitbekommen, dass jetzt hier viel, viel mehr aufgedeckt ist als in Folge 1 und 2. Ich musste nämlich eine Folge löschen, beziehungsweise ich hatte ein technisches Problem. Das war die Folge, wo ich das alles entdeckt habe. Ich habe das einfach alles abgeschwommen. Ich bin auch einmal gestorben, und zwar hier auf der Mutantensiedlung. Die ist hier. Und das ist also, ja, meine Festplatte war voll. Ich habe halt noch eine 1 Terabyte SSD für die Videos. Und ganz kurz, ich nehme so auf, dass 60 Minuten sind ungefähr 160 Gigabyte. Und ich habe nicht darauf geachtet, alte Folgen auch von anderen Games zu löschen. Naja, und bei 160 GB für eine Stunde ist auch eine Terabyte-Festplatte ziemlich schnell voll. Ja, das war das Problem. Vielleicht noch ein kurzer technischer Exkurs. Normalerweise nehme ich im MKV-Videoformat auf. Das bedeutet, dass das Video gerettet wird, also fortbestehen bleibt, nicht gelöscht wird, wenn zum Beispiel ein Stromausfall oder eine andere Unterbrechung ist. Also auch wenn die Festplatte voll ist. Aber MKV kann YouTube nicht verarbeiten und ich möchte ja nur noch One-Taker machen. Das hatte ich in einem meiner anderen Videos einmal gesagt. Das heißt, ich lade die Videos nicht mehr in Schnittprogramm, ich mache keine Schnitte. Das, was ich aufnehme, siehst du live. Das ist nice, das ist mir wichtig, das ist echt sozusagen. Hat aber dann auch den Nachteil, dass ich in MP4 aufnehmen muss, direkt. Und wenn ich in MP4 aufnehme und es passiert zum Beispiel, dass die Festplatte voll ist, ist das Video zerstört. Es wird jetzt zwar dann angezeigt, 88 GB oder was, hatte das Ganze, aber ich konnte es nicht öffnen. Das ist der Nachteil. Das heißt, diese One-Taker müssen wirklich funktionieren. Gibt es einen Stromausfall, muss ich wieder von vorne anfangen. Ist die Festplatte voll, muss ich wieder von vorne anfangen. Naja, das nur ganz kurz nebenbei, mal so zum technischen Hintergrund, Blick hinter die Kulissen. Also, ich möchte gerne hier bei den unbekannten Ruinen bauen, denn dann bin ich etwas mehr in der Mitte. Oder ich baue hier bei die Villa, dann bin ich auch in der Mitte, weil ich möchte gerne erfahren, ob die mich auch angreifen, wenn ich auf dem Meer baue. Ich weiß es noch nicht sozusagen, ne? Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich allen möglichen Krempel mit. Die werden garantiert auch hier meine schöne Insel angreifen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich nehme die Erdbeeren mit. Ich lasse trotzdem alles Mögliche hier. Und nehme nur die Materialien mit, die ich benötige, um zu bauen. Du siehst, ich habe zum Beispiel Zitronen jetzt. Die gibt es auf der Mutanteninsel, die ich dir gerade gezeigt habe. Die hatte ich ja noch nicht in Teil 1 und 2. Also, ich nehme Schrott mit. Ich nehme zu essen mit. Durst und Energie, Hunger, Durst und Energie. Okay, ich nehme Lebensmittel mit. Stoff. Noch mehr Schrott. Holz nehme ich mit. Ich will da die nötigsten Sachen bauen können. Lungenfunktionsbooster erhöht vorübergehend die Tauchzeit. Nehme ich auch mal kurz einen mit. Und einmal trinken muss ich. Habe ich hier noch was? Ja. Ne, habe ich nicht mehr. Meerwasser hinzufügen, 1 von 5. Okay, da muss ich kurz... ja, nehmen wir den halt. So. Also, unbekannte Ruinen, das ist das Ziel. Ja, das sah einfach genial aus dort. Ich bin bis hier hinten raus geschwommen, bis zur Raffinerie. Hier noch weiter sogar. Aber das wird wahrscheinlich so ein High-Level-Gebiet sein. Da gibt es auch viele Gegner. Das ist hier zum Beispiel die Ruineninsel. Ich bin dann halt wieder zurückgeschwommen. Es gibt auch unterwegs Haie, die haben mich aber nicht angegriffen. Also soweit kurz die Zusammenfassung vom eigentlich dritten Teil. So, was haben wir hier jetzt noch? Ich will natürlich jetzt auch nicht alles auf alles verzichten. Gummi, ja, ich nehme erstmal nur das Nötigste mit. Geld brauche ich jetzt nicht, Verband nehme ich mit. Damit müsste ich so ein paar Sachen schon bauen können.
Hat er die jetzt? Wo sind die? Mist, wo sind die Komponenten? Habe ich die jetzt genommen? Ich habe doppelt geklickt, dann sind die verschwunden. Oder hat er die übernommen? Also, hier liegt jetzt nichts. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Sind die runtergefallen? Dann liegen die unten drunter. Ich werde das Bett auch mitnehmen. Abreißen, rechte Maustaste. Okay. So, dann habe ich die Sachen bekommen. Und ich werde auch den Grill und das hier abreißen. Okay, passt auch noch ins Inventar. Den Grill passt auch noch ins Inventar und dann den Forschungstisch auch. Okay, das passte nicht mehr ins Inventar. Kann ich später abholen. So. Ich habe genug Zeug zum Bauen. Ich habe was zu essen mit. Das gibt mir auch ein bisschen was zu trinken. Okay. Also. Ich gucke genau in die falsche Richtung. Da lang muss ich. So. Die Gegner spawnen einfach auf der Insel. Das haben wir ja gesehen, die Mutanten. Ich glaube nicht, dass die mit einem Boot gekommen sind. Das haben wir gesehen in der zweiten Folge. Da lang, ne? Unbekannte Ruinen. Genau in die Richtung. Okay. Einmal hier den Reparaturhammer ausblenden. So, mal schauen. Du kannst alles per Schwimmen erreichen. Ist jetzt nicht so das Problem. Also ich wurde einmal angegriffen in dem Teil, den ich leider nicht zeigen kann. Wie gesagt, weil die Festplatte voll war. Und das war ein Angriff von Hammerhain. Aber ich konnte mich dann retten zwischen einem bestimmten Gerüst. Ich will jetzt nicht spoilern, wo ich da war. Und dann sind die auch wieder abgehauen. Oh, warte. Nicht vorbei. Hier, da sind die, genau. Das sind sie da. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viel Loot. Und du siehst schon, da ragen so Elemente aus dem Wasser. Und da würde ich gerne was bauen. Da möchte ich gerne die Basis bauen. Und alles andere, da ist unsere Insel, ne? Ich kann also hin und her schwimmen. Es ist alles leicht zu erreichen. Jetzt ist nur die Frage, wo machen wir das? Hier oben drauf, auf dem. Das wäre schon eine gute Plattform, ne? Oder hier auf dem. Ich würde mich, glaube ich, hierfür entscheiden. Dann könnten wir auch rüber bauen. Bis zu dem zum Beispiel. Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist oder nicht drin ist. Ich möchte auf jeden Fall direkt hier hochkommen. Guck mal, hier kann ich sogar stehen. Das heißt, ich setze eine Plattform hier hin. Einmal kurz ein Stück Kaffee. Ich finde das relativ gut. Da hier geradeaus, diese Insel, die ist natürlich auch bewohnt. Da ist der Handelsposten. Es ist alles so in der Nähe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch ganz da hinten bei den Hochhäusern war. Ich glaube aber schon, denn das interessierte mich auch, da zu bauen. Da hinten fand ich, gab es aber nicht so viel Loot. Also wir sind jetzt erstmal hier. Ich will auch auf das ganze Material von der Insel nicht verzichten. So, ich setze erstmal hier ein Fundament hin. Vielleicht so, dass das da drauf steht. Die Hälfte da drauf und die Hälfte nach unten oder so. Zack. Geht das bis unten? Ja, sieht doch ganz gut aus. Habe ich die Strukturen direkt mitgenutzt? Ich setze eine Leiter ins Wasser. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht nicht reingehen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich setze eine Leiter hier rein. Als Einstieg. So. Kann ich eigentlich hier eine Leiter hinsetzen und dann ein Fundament oder den Boden?
Okay, so komme ich auf jeden Fall auf den Balken hier, ne? Ja. Das ist nice. So. Da ist die Leiter. Jetzt würde ich gerne hier ein nächstes Fundament bauen. Und dann von hier... Nee, andere Seite. Andere Seite ist besser. Da komme ich jetzt nicht hin, ne? Oh, doch. Sehr nice. Schön. Okay, pass auf. Wir bauen hier die Fundamente. Ich will das wieder da drauf bekommen. Ja, ich will es nicht so... Ich möchte es lieber... Na, ist nicht so einfach. Ich möchte es lieber, dass die rechten Stützen von hier aus gesehen mit in der Struktur sind. Aber das will er nicht jetzt hier gerade. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, das Ganze ein bisschen feiner zu justieren. Nee, da unten will ich keins haben. Das macht er nicht, ne? Also irgendwie, ich habe keine Taste gefunden. Oder so schräg. Gut, dann ist einer wenigstens da drin. Guck mal, einen hier mit verbinden. In diesen Pfosten rein, hier unter uns. Warte mal, sehe ich den da? Der ist ziemlich breit, okay. So müsste ich drin sein, ne? So. Jetzt habe ich schon zu wenig Schrott. Okay, aber das ist nicht das Problem. Wir gehen mal tauchen. Naja. No translation found. Okay. So lange scheint jetzt hier die Luft auch nicht anzuhalten. Es ist immer noch relativ wenig. Komm, gib mir noch einen Schrotthaufen. Den nehmen wir noch mit. Okay, erstmal rauf. Hier hoch. Hier hoch. Da hoch. So, ich gehe in die Richtung. Ist klar, jetzt wird es dunkel, aber egal. So, ich mache hier ein 3x3. Bin ich dann schon da drin mit der Struktur? Nee, noch nicht, egal. Wie lange hält der Buff eigentlich an? Hat man gar nicht gesehen, ne? Da. Ich habe auch keine Ahnung, ob jetzt unter Wasser irgendwas passiert, wenn es dunkel wird. Ob es hier zum Beispiel irgendwelche anderen Viecher gibt oder so. Bin mir absolut unsicher. Wir werden es sehen. Sollte ich mich geirrt haben, ist jetzt hier doch viel weniger Material, als ich dachte. Das wäre natürlich schlecht, ne? Um hier zu bauen. Da ist ein Auto. Aber erst auftauchen. So. Ich sehe nicht, ob der Buff irgendwo angezeigt wird gerade. Was ist das hier? Ein Stein. Da. Ah, Inventar ist voll, okay. Das müssen wir uns gleich wieder abholen. Gesundheit geht auch schon zurück. Ja,
Wir haben noch kein Feuer. Aber wir machen uns jetzt eins. So. Die kleine Fackel reicht schon, Gott sei Dank. Schlecht ist zum Beispiel beim Bauen, dass man mit der Tabulatortaste, zum Beispiel jetzt meinetwegen mittlere Maustaste, dass man nicht einfach ein Teil übernehmen kann und den gleichen Stil dann das gleiche Teil weiterbauen kann. Das fände ich eigentlich ganz nice. Gibt es ja in mehreren Spielen, aber hier leider nicht. So, ich wollte ein 3x3. Das sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Erstmal. Ja, können wir ein Bett bauen? Bett war auch unterm Baumenü, oder? Ja. Okay. Das mache ich mal. Also wenn hier rechts der Einstieg wird und ich baue hier weiter, dass das mit der unteren Struktur mitgestützt wird. Ich baue das mal hier hin. An die Seite hier. Oder in die Mitte, dann kann ich rechts und links ein Fenster setzen. Ah. So. Können wir schlafen? Ja, brauchen wir kein Dach dafür. Okay, ich bin durstig. Haben wir. So, ich kann ja Sachen von der anderen Insel holen. Was essen muss ich auch. Nehmen wir die Erdbeeren. Wir machen die beiden hier noch voll und dann machen wir die Wände. Kann ich schon eine Kiste bauen? Die Kiste war auch im Baumenü, okay. Eine Holztruhe kann ich bauen. Ich setze die mal hier neben das Bett. Damit wir so viel wie möglich sammeln können, jetzt erstmal alles rüber. Okay, so. Ich weiß, dass da noch das Auto war, ne? Shit, hier ist viel weniger, als ich gehofft hatte. Ich dachte, hier wäre Loot ohne Ende. Aber so viel ist hier gar nicht. Und der Buff ist weg, weil wir geschlafen haben. Von diesen Tauchtabletten. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die uns hier angreifen. Ob die dann einfach innerhalb der... Ah ja. Ob die dann einfach innerhalb der Basis spawnen. Weil ansonsten war das ja einfach, dass die auf der Insel erschienen sind. Ist auch nichts drin. Da ist eine Kiste. Aber was ich jetzt erstmal bräuchte, ist ja eigentlich Schrott, ne? Okay. Da ist Schrott. Nochmal auftauchen eben. Was ich nicht so gut finde an dem Game, ist halt auch, dass der Tag zu schnell vergeht. Die Tag-Nacht-Zyklen, die gehen mir zu schnell. Da wäre schon ganz nice, wenn das ein bisschen realistischer wäre. Ich habe auch schon einige negative Kritiken jetzt gelesen. Ja, ich denke mal, das ist halt... Keine Ahnung.
wird da immer ein AAA-Spiel erwartet für 16 Euro, ne? Das muss man auch mal in Relation setzen. Oh, nix da. Natürlich ist es relativ kompakt. Viele Dinge sind an einem Ort. Aber ich finde das Setting nice. Ich finde die Möglichkeiten nice. Survival Games gibt es halt mittlerweile wie Sand am Meer. Das ist halt so, ne? Aber trotzdem finde ich das wirklich gut gemacht. Und dass man da jetzt für das Geld nicht wer weiß was erwarten kann, ist auch klar, ne? Ist halt ein Zeitvertreib. Und es hat viel Potenzial, finde ich. Guck dir die Karte an, wie viel Platz da noch ist. Dass es jetzt Bugs gibt, ja. Und dass es die Gegner nicht die intelligentesten sind und. Ja, ist klar. Ist halt aber normal. Es ist nun mal ein Survival-Game. Und es ist vor allen Dingen Early Access. So. Was wir nehmen können, nehmen wir. Und es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es total spannend. Also mein Trip hier durch die ganzen, durchs halbe Meer oder über die halbe Karte zu den verschiedenen Stellen, die fand ich wirklich mega spannend. Wo bin ich? Wo ist? Da. So, wenn ich jetzt... Ja, ich lasse den mal hier drin. Ich komme ja hier hoch. Ist natürlich ein bisschen mühsam, aber was soll's. Ich baue hier die Tür hin. So. Die Tür... Und warte mal, ich baue die Tür hier hin. So ein Stück versetzt. Ich lasse diese Ecke da frei. Ein Fenster hier raus. Ein Fenster hier in die Mitte. Eins da raus. Und am Bett ein Fenster, da kann ich ja drauflaufen. Okay. Brauchen wir wieder Schrott. Alles klar. Wir müssen trinken. Zweilagiges T-Shirt. Okay. Handschuhe. Erdbeersamen, ich könnte schon mal, warte mal, ich kann die Kiste schon mal bauen. Kann ich eigentlich auch bauen, obwohl ich es nicht im Inventar habe? Nee, das geht nicht. Ich wollte ein Beet bauen, einen Beetkasten, aber das macht jetzt gar keinen Sinn, weil ich erstmal oben die nächste Ebene haben muss. Es gibt hier weniger als ich dachte. Wirklich, schade. Ich hatte mir mehr erhofft. Ich will nur die grundsätzliche Basis stehen haben. Dann schwimme ich auch rüber zur Insel und schwimme ein paar Mal hin und her. So, da sind die Schwertfische. Die machen nichts. Die greifen jedenfalls nicht an. Da ist ein Auto. Ich konnte bis jetzt auch noch nicht feststellen, ob die Gegner respawnen oder nicht. Und auch nicht, ob der Loot respawnt oder nicht. Aber beim Loot gehe ich davon aus, dass der nicht respawnt tatsächlich. So, ist hier eigentlich irgendwas? Gar nichts. Der Steinhaufen hier ist nichts. Thank you.
hier waren wir drin, ne? Haben wir da noch was vergessen? Ne, hier waren wir noch nicht drin. Einmal auftauchen. Zippo. Ein Feuerzeug? Nice. In der Mülltonne. Glas und Stoff. Also ich tauche so schnell wie möglich immer auf, denn ich bekomme auch Schaden, wenn ich nur schon anfange zu schlucken oder nach Luft zu schnappen, dann bekomme ich schon Schaden. Okay, das war's, ne? Da, hier an dem einzelnen Stück. Jo. Das Konzept des Games ist natürlich auch relativ simpel, klar. Aber es hat Potenzial. Wie gesagt, ich glaube schon, da kann man noch deutlich mehr draus machen mit der Zeit. Und ansonsten ist es halt so wie jedes Survival-Game oder fast jedes. Die sind sich nun mal extrem ähnlich, ne? Bauen, überleben. Okay, Schildkröten, nice. Können wir die eigentlich mit der Axt jagen? Die hauen ja wahrscheinlich ab, ne? Ne. Wahrscheinlich mit dem Speer. Da geht's noch tiefer runter. Da ist ein Auto. Na. Muss ich schon auf der Motorhaube sitzen, damit es mir angezeigt wird? Ja, okay, hier ist schon eine Menge. Aber ich habe trotzdem gedacht, es ist mehr. Bis jetzt hatten wir Ruhe, ne? Ich meine, wir sind Tag 9. Wie gesagt, das geht mir auch zu schnell. So, erstmal jetzt die Fensterwände fertigstellen und generell die restlichen Wände. Ich hätte gerne hier noch so eine. Und jetzt die Fensterwände. Ne, den bauen wir wieder ab. Räume wollte ich jetzt hier noch keine bauen. So. Tür. Und jetzt die Stützen. Mal gucken, wie viele ich noch setzen kann. Für die zweite Etage nicht mehr viele. Das war's. Dann müssen wir wieder tauchen. Was können wir essen? Ziemlich wertvoll. Der Verkauf an Händler kann erheblichen Gewinn ergeben, wahrscheinlich. Habe ich hier noch Platz? Bisschen. Alles sortieren. Jetzt bauen wir als nächstes den Grill und die Wasseraufbereitungsanlage.
war ich hier schon, ne? Kein Auto, kein gar nichts. Ich will mal einmal wissen, ob unter der Brücke irgendwas noch ist. Und hier diese Algen, das kann man auch nicht aufheben. Das wundert mich auch total. Aha. Okay, die roten können wir aufheben. Und von denen scheint es aber nicht besonders viel zu geben. Nix. Komm schon, komm schon. Komm. Oh, gerade so. Guck dir diese Riesenfläche an und hier ist nichts. Da ist aber was. Trotzdem wenig. Abreißen wollte ich das jetzt nicht. Da, Schrotthaufen und Auto holen wir uns als nächstes. Müssen schon immer sehr, sehr nah dran sein, ne? Ich guck mal einmal durch, ob hier noch was ist. Diese Rotalge, nenne ich sie mal. Nicht zu sehen, das Ding. Die scheint wirklich selten zu sein. Also gehe ich davon aus, dass sie ziemlich wichtig ist. Die Tanks hier, die haben keine Bedeutung, ne? Da können wir die auch mit irgendwas abbauen. Nee. Uhr, das steht immer oben links. Da. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Rotalge. Und vor dieser Insel da hinten, das ist Radiosenderinsel oder so heißt die. Da bin ich aber auch nur kurz drauf gewesen und dann direkt wieder abgehauen, weil da auch ziemlich viele Gegner sind. Und man kann sich das auch anschauen. Oh, hier ist eine Menge. Lass mich hoch. Okay, warte mal eben, was sagt das Inventar? Da ist noch Platz.
Das Regal, können wir das abbauen? Nee. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wofür das Gummi geeignet ist. Also klar, ich kann zum Beispiel Reifen bauen, aber ich weiß nicht, wofür die Reifen dann taugen. Ist das zusätzlicher Schutz? Ich wollte mal probieren, ob ich die um die Pfeiler von den Plateaus wickeln kann oder legen kann. Vielleicht ist das ein zusätzlicher Schutz, ne? Tiefsitzende Shorts und Zigarre. Ist schon nice. Also die ganzen Gegenstände, das finde ich schon nice, ne? Dass du so viele Möglichkeiten hast hier, deine Basis dann auszubauen und auch zu dekorieren. Das finde ich schon wirklich richtig gut. Das fand ich jetzt weniger gut, nur zwei Sachen. Oh. Ja, ist klar, Diamantring. Inventar ist voll. Okay, wir müssen hier gleich wieder hin. Jetzt habe ich hier nichts zu essen. Shit, und auch nichts gefunden. Da. Okay, wir sind links von der Insel. Auf den Diamantring will ich ja nicht verzichten, ne? Könnten wir mit Sicherheit im Handelsposten verticken. Komm, hau mal ein bisschen rein hier. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, in direkter Nähe zu dieser Pirateninsel da unsere Festung zu bauen, aber gut. So, ich lade einmal wieder alles ein hier. Sortieren. Holzkohle. Stil 5. Okay. Ja, keine Ahnung, wie kann ich das T-Shirt nehmen? Okay, der schmeißt das dann einfach immer raus, alles klar. Können wir schon wieder schlafen oder? Es ist noch nicht Schlafenszeit. Gut, dann bauen wir noch ein paar Pfosten. Habe ich noch was zu trinken? Ne, ich habe nichts mehr. Also muss ich erstmal das Trinkwasserding bauen. Komponenten und Holz. Holz, Komponenten. So, einfacher Reiniger. Den kriegen wir dann noch in die Ecke. Wo ist vorne? Keine Ahnung. Hier, ne? Hier steht der Kanister. So, dann direkt daneben den Grill. Der braucht auch noch ein bisschen mehr Schrott. Haben wir nicht mehr. Shit. Gut. Ich lasse mal alles hier und wir schwimmen mal rüber. So. Wir schwimmen einmal rüber.
Warte, ist das überhaupt meine Insel? Da ist meine Insel. Sieht so ähnlich aus da hinten, das Ding. Och, jetzt komm. Komm schon, hau rein. Gesundheit geht zurück. Yes, komm, hau rein. Geh hoch. Wärmt mich die Fackel eigentlich auch? Nee, nicht so wirklich, ne? Oder? Geht es zurück nur von der Fackel? Nee. Es hört aber auf, oder? So, Schrottmetall nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Beziehungsweise ist Quatsch, wir nehmen Essen mit. Benzin nehmen wir mit. Pistolenmunition kann ich später holen. Glas, keine Ahnung, ob ich das jetzt schon brauche, aber ich nehme es auch mal mit. Angelköder, ja, eine Angel müssten wir auch mal herstellen. Hier, auf jeden Fall zu trinken. Elektrokomponenten später zu essen. Klebeband. Sammeln. Sammeln und abbauen. So. Wenn ich hier runter. Komm, beeil dich. Ich will nicht erfrieren. Ich will noch mal einmal rüberschwimmen. Müssten wir eigentlich schaffen, ne? Hau rein. Komm, lass mich nicht hängen jetzt. Auf den letzten Metern. Yes. So. Tür zu. Per Fernsteuerung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ein neuer Tag bricht an, langsam aber sicher. 1.20 Uhr, 43 Minuten gespielt. Jetzt sehe ich übrigens auch erstmal, dass da überhaupt die Zeit mitläuft. Habe ich bis jetzt auch noch nicht drauf geachtet. Ist, denke ich, ganz gut. Füllt auch nicht meine Festplatte allzu sehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du noch mehr von mir sehen möchtest, lass bitte gerne ein Abo mit aktivierter Glocke da. Ich freue mich auch auf deine Kommentare. Und jetzt folgt noch der Abspann.